Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Da steht unser Rassist. Ist das eine Scheißstadt? Ja, das Holz. Also das hier ist schmutzig, die Stadt irgendwie. Abenteuer. Oh. Nein. Also nachts ist hier auch nichts los, ne? Hallo. Noch mehr Abenteurer. Was ist los? Wachen. Vielleicht sollte ich mal. Ich grüße euch, Gefährte. Schick. Dass man weiß, wer wir sind. Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich. Kurz warte. Oh, guten Morgen. Abenteuer, Altea. Guten Morgen. Guten Morgen. Werf deinen Blick drauf. Ja, okay. Markloser Granatstein. Bücher. Der Bettler. Zutaten, Zaubertränke. Ach ja. Bekleidung. Okay. Waffenlose Treffer, ach so. Wieso habe ich den nicht an? Elfensteinkraks. Oh, ja, okay. Also gut. Ja. Und noch ein Abenteurer. Wieso habe ich den nicht an? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, ich muss noch schreiben, dass es eine Live-Folge ist. So. Ja, ja, schön für dich. Wolfhard of Atmora, Ruinite, 480 bis 533. Okay, das war irgendein Grab, irgendein wichtiger Mann. Ach, vielleicht sollte ich. Ich warte eine Stunde lieber noch. Um vor 8 ist eh nie was los in diesen Städten. Oh, ja. Gehört ihr auch zu diesem Himmelsrand für die Nordtypen? Nein. Ich gehöre zu den Himmelsrand für mich Typen. Ja, für Fremdlinge wie mich gibt es hier keinen Platz. Ich denke, dass sie alle willkommen sein sollten. Gemeinschaft, das ist das Wort. Das Nein! Das ist das, was Ulfric euch glauben machen möchte. Wenn ihr das so denkt, seid ihr töricht. Ich selbst hatte ja nie viel Geduld mit törichten Leuten. Willst du mich gerade verarschen? Was wollt ihr, Milchtrinker? Wenn eine Bande von Plünderern ein Dorf der Nord angreift, ist Ulfric immer der Erste, der ins Horn bläst und seine Männer schickt. Aber wird eine Gruppe von Dunkelelfenflüchtlingen überfallen? Eine Gruppe von Argoniern? Oder eine Khajiit-Karawane? Keine Truppen, keine Nachforschungen, gar nichts. Da draußen treibt sich gerade eine Bande von Halunken rum und Ulfric rührt keinen Finger, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, solange sie kein Gebiet der Nord bedrohen. Was wäre, wenn ich mich um diese Banditen kümmern würde? Das ist ein mutiges Angebot. Ich wäre gern bereit, etwas Geld beizusteuern. Ihr kümmert euch um sie und ich sorge dafür, dass ihr euren Lohn erhaltet. Und vielleicht kann euch dieser alte Haudegen noch ein paar Tricks beibringen. Lass diese Räuber die Gerechtigkeit von Windhelm spüren. Das Beste ist eh, dass ich, das soll ich nochmal neu machen muss, weil ich wollte den richtigen Dialog, sag ich mal, haben. Ah ja. Stimmt, ich muss dir noch warten. Hallo. Gehört ihr auch zu diesem Hit? Und da habt ihr auch recht. Zumindest was mich anbetrifft. Lasst euch nicht von Ulfric oder den anderen kurzsichtigen Nord aus der Fassung bringen. Die meisten von uns heißen Neuankömmlinge gerne willkommen. Was für die Glühbirne, trag's mit Fassung. Ulfric sind Fremde gleichgültig. Aber wir da draußen. Ja, kenne ich doch. Das ist da. Ihr kümmert euch um sie. Ja. Und ich sorge dafür, dass ihr euren Lohn erhaltet. Dieser Dunkelelf nannte euch ein Kriegshelfen. Haudegen noch ein paar
Ich habe im großen Krieg eine Menge Hochelfen getötet und bin nicht gestorben. Das macht mich wohl zu einem Kriegshelden. Der große Krieg, er hatte nichts Großes an sich. Auf beiden Seiten gab es Tausende von Toten. Und was haben wir damit erreicht? Nix. Haben wir das Kaiserreich wirklich gerettet? Nein. Oder haben wir nur die Saat für Ulfriks Aufstand gelegt? Ja. Und für einen weiteren Krieg? Ja. Warum den Dunkelelfen helfen? Den Dunkelelfen helfen. Den Dunkelelfen helfen? Oh, ihr müsst mein Gespräch mit Maltir mitgehört haben. Nein. Die Dunkelelfen leben in einem heruntergekommenen Elendsviertel namens Grauer Bezirk. Ulfric würde es gerne dabei belassen. Sie glauben wohl, ich könnte Ulfric auf ihre Misere aufmerksam machen und ihn dazu bringen, etwas für sie zu tun. Hm. Ich versuche es ja. Aber Ulfric ist sehr starrsinnig. Für ihn lassen sich die Bewohner dieser Welt in zwei Gruppen einteilen. Die Nord und die darunter. Ich sag ja, wir haben Folge 88, ne? Ich äußere mich nicht weiter. Das ist doch hier eine richtige Nazi-Rassisten-Folge. Was ist denn das? Wo sind wir denn? Milz. Man kann nicht nur die dicken Stämme ins Feuer werfen. Ja. Wenn ich Holz hacke, stelle ich mir immer vor, dass ich den Kopf eines kaiserlichen Soldaten vor mir auf dem Hackholz liegen habe. Ihr braucht etwas. Oh Gott. Oh Gott. Aua, das war in meine Eier. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. In Windhelm zu arbeiten ist großartig. So bekomme ich Ulfric ganz aus der Nähe zu Gesicht. Okay, hört sich so an, als würdet ihr Ulfric sehr bewundern. Jeder Nord sollte Ulfric bewundern. Er kämpft für uns alle. Tatsächlich habe ich seinetwegen das Schmiedehandwerk gewählt. Ich will Waffen und Rüstungen für die große Sturmmantelarmee anfertigen. Ja, ich nenne das Rhetorik, ne? Seid ihr gerne Schmied? Das Schmieden finde ich zwar nicht besonders aufregend, aber wir alle müssen Hand anlegen, so gut wir nur können. Wenn ein Sturmmantel eines meiner Schwerter benutzt, um einen Soldaten der kaiserlichen Armee niederzustrecken, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen, unser Land zu befreien. Wir müssen Hand anlegen. Frau. Was? Kauft keine heruntergesetzte Rüstung. Okay. Außer im Steam Summer Sale. Ein bisschen Metall für euch hämmern? Könnt ihr machen. Seid ihr der Schmied des Schlosses? Natürlich bin ich das. Sehe ich vielleicht aus wie eine Tavernenmarkt? Ja. Nehmt euch meine Worte nicht zu Herzen. Ich habe bloß wieder zu hart in der Schmiede gearbeitet. Will dieses Schwert gerade biegen. Wieso? Was ist denn an diesem Schwert so besonders für euch? Der Jarl will, dass es einer uralten Klinge gleicht. Großkönigin Freydis herrschte in der zweiten Ära über Windhelm und ihr Schwert war legendär. Das richtige Schwert wäre natürlich noch besser als eine Kopie. Aber niemand will das Wagnis eingehen, das Original aus seiner Ruhestätte zu bergen. Naja. Wenn ihr dieses Schwert fändet, wäre ich euch dankbar. Ja. Mach ich doch.